Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu Catch 'em All Challenge. Im letzten Part ist Folgendes geschehen, und zwar haben wir eine gesamte, komplette Route besiegt mit allen Trainern, die da so waren, um letztendlich nur hier zu diesem Haus von Bill zu kommen, um ihn auch letztendlich aus seinem Nidorino-Körper zu befreien, sodass er uns daraufhin einen Bootsticket geschenkt hat. Das war eigentlich so der komplette Inhalt des letzten Parts, wenn man so sagen kann. Da wir jetzt hier durch sind, würde ich sagen, wir kehren nach Azuria City zurück und kümmern uns dort um die Arena, aber erst wollen wir uns hier noch den Trainercoach noch widmen. Ich muss doch gucken, wir wurden jetzt nicht zufällig geheilt, ne? Das wäre jetzt natürlich am epischen, aber nö, leider nicht. Da ich jetzt keine Lust habe, mich noch extern zu heilen, würde ich mal sagen, ich bewege die Pikachu mal nach ganz vorne, in der Hoffnung, dass wir ein gutes Matchup haben gegen den Trainer, der jetzt hier kommen wird, weil den möchte ich schon mitnehmen. Ich bin gespannt. Diese Gegend hier wird gerne für Dates genutzt. Aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einmitzigkeit ist für einen Trainercoach für mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du, dass ich gegen dich antrete? Ja, sehr gern. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Na, da bin ich ja mal gespannt. Dam, bam, 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 dam, bam. Trainercoach Nicola. So, kann losgehen. Was hast du für einen Pokémon? Mach Hollow. Okay. Das wird nicht einfach mit Sicherheit. Das Schöne ist natürlich, dass wir hier unsere schöne Attacke haben. Du bist sogar Level 16. Mit Britzelturbo. Crit und Erstschlag garantiert. Da bin ich mal gespannt. Also, ob der Crit garantiert, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, bis jetzt hat es immer gecrittet, ne? Und alter Schwede. Ja, das dazu. Geowurf. Das macht 16 Punkte Schaden. Und hat eine geile Animation, muss ich mal sagen. Das tut auch schon ordentlich weh. Aber gut, der nächste Britzelturbo sollte ja auch reichen. Insofern ist Pikachu unser bester Mann hier. Oder Frau. Halt, ist ja ein weibliches Pikachu. Sehr schön. Das war's. Also ich glaube, der Crit ist garantiert, wie das aussieht. Sehr, sehr nice. Sehr schön. So. Puh, dabei wollte ich doch eigentlich dir eine Lektion teilen und nicht umgekehrt. Mal wieder ordentlich Geld. Das können wir gut gebrauchen. So, ich hatte seit langem mal wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. TM15 Geowurf. Cool, dass sie uns immer die TM noch mitgeben gleich. Sehr schön. TM15 hat Geowurf. Dieser Attacke richtet schade Höhe des Levels des Pokémon an, das sie einsetzt. Und das ist insofern auch keine schlechte Attacke, vor allem für eher defensive Pokémon. Insofern gucke ich mal, wer das jetzt gerade lernen kann. Nur Pikachu, aber das brauchst du nicht, weil du hast eh schon starke Attacken, wenn ich ehrlich bin. Jetzt können wir nochmal zurückkehren letztendlich. Hier gibt es ja jetzt keine Pokémon, die jetzt noch irgendwie auftauchen. Jetzt geben wir kurz die Abkürzung, weil die alle hier haben wir im letzten Part besiegt. Das war echt mühevoll, aber wir haben es hingekriegt irgendwie. Und ich bin ansonsten gespannt, wie das weitergeht jetzt hier in Azuria. Gute 24, sehr schön. Oh, ein Item. Sehr schön. Also will ich jetzt mal hoffen. So, und was haben wir da? Silberne Himbeere. Oh, das ist eine ganz besondere. Die wirkt auch ein bisschen besser als die normale. Und die ist Mann da oben, das würde ich so gerne mitnehmen, ne? Aber wir brauchen dafür genug Pokémon. Da ist jetzt die Frage, und das muss ich für mich selber belegen, ob ich jetzt privat mich dazu entscheide, einfach mal ein paar Pokémon zu fangen. Wie gesagt, natürlich die mit den ganzen Level-Ups, die dadurch kommen, kann es natürlich sein, dass sich hier und da Pokémon entwickeln. Das sollte ihr eigentlich alles auch mitbekommen. Das hat also schon irgendwie einen Sinn. Also offscreen würde ich ungern was machen. Hallo Lady Klee, viele Grüße. Sehr schön, wie wir alle fleißig am Zocken sind. Gut, deswegen weiß ich nicht, ob ich das wirklich offscreen machen sollte. Das macht nämlich nicht wirklich Sinn. Und deswegen bin ich so ein bisschen im Zugzwang. Ja, 20 Pokémon müssen wir noch fangen, damit wir Glumanda überhaupt irgendwie kriegen können. Wäre cooler gewesen, hätte man das vielleicht ein bisschen reduziert auf maximal 40 oder so. Aber ich kann es ja jetzt auch nicht ändern. Dann ist es so. Gut, und ich würde mal sagen, wir machen hier mal weiter und gehen mal in die Arena und schauen mal, was hier so los ist. Ich muss mal kurz gucken, welches Pokémon habe ich vorne. Okay, stimmt, Pikachu. Das ändere ich mal ganz kurz in dieser Knosp, weil du sollst ja hauptsächlich ja kämpfen. Und das wird hier in dieser Wasserarena ja auch von Vorteil sein. So, kann ich hier A drücken irgendwie? Ja. So, die kecke Meerjungfrau. Auch schön. So, aber anscheinend hat hier unser Rivale noch keinen Arena-Orden gekriegt, oder? Das sieht episch aus, Leute. Das ist auch neu designt worden, so wie es aussieht. Das finde ich sehr gut. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Kennst du Misty, die Arena-Trainerin von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon rein, das mindestens Level 15 erreicht hat. Okay. Ist es tatsächlich so, dass sie immer ihre Vorgaben haben, damit sie uns da reinlassen? Zuerst war das ja ein Pflanzen- oder Wasser-Pokémon für die Gesteinserin der Barocke und jetzt hier mindestens Level 15, das haben wir auch erreicht. Ich weiß noch nicht letztendlich, was die anderen Arena-Leiter so sagen, was man dafür eine Vorgabe haben muss. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arena-Leiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Das weiß ich. Habe ich. Und zwar 4 Stück gleich. So. Ich wusste es. Du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Yay.
Hält dich nichts mehr davon ab, dein Können in der Arena von Azure City auf die Probe zu stellen. Gib alles. Was mich jetzt interessiert, ich gehe mal ganz kurz wieder raus. Weil wir haben jetzt ja noch niemanden besiegt in irgendeiner Form. Weil das müsste ich ja jetzt nicht mehr resetten wahrscheinlich. Ich habe es ja einmal gemacht, das hat ja wahrscheinlich gereicht, ne? Ja, tatsächlich. Wasser-Pokémon, bla bla bla. Ja, das weiß ich. Elektro, ja, genau. Sehr schön. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier entsprechend gucken, aber wir können jetzt hier nicht hoch, ne? Nö. Was auch immer da die Korallen und so weitermachen. Na, was soll's. So, wir gehen mal hier lang und werden auch aufgehalten tatsächlich. Na gut. Und ich springe auch noch extra hier rein. Wow. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Gräten nass machen. Das ist ja nett. Aber sehr, sehr cool neu designt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Nehme ich sehr gern. So, Schönheit Lilly. Ja, wenn man bedenkt, dass diese Arena eigentlich schon sehr, sehr viele Wechsel hatte, wenn ich ehrlich bin. Was das Design betrifft. Das war ja schon in der ersten Generation, so mit der dritten Generation auch. Und in der vierten, mit Heart Gold Soul Silver, kam ja auch nochmal ein Umschwung. Und jetzt nochmal ganz neu. Finde ich sehr, sehr schön. Und das hat schon fast gereicht. Sehr schön. Schnabel. Oh, das ist ungünstig. Au, das macht... Okay, das war ein Crit, okay. Bei 20 KP Schaden, das ist mir schon ein bisschen viel. Aber gut, das bekommen wir hin. Und das sollte somit auch reichen. Bam, bam, ba, da, da, da. Sehr gut. Und gibt auch schön viele Erfahrungspunkte für das ganze Team. Blub, 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 blub. Tja, das war's damit. Sehr schön. Wenn wir so weitermachen, sollten wir es auch heute schaffen, zur Arena drin zu kommen. Das wäre ziemlich cool. Und nur die eine mussten wir machen. Den Rest können wir theoretisch auch umgehen, aber das will ich nicht. Ist ja kostenfrei, was wir hier nutzen können. Guten Tag. Du willst gegen mich kämpfen? Dann pass lieber auf. Ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist. Ja, das macht ja Sinn. Hätte ich ja nicht erwartet. Bam, 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 bam. Schönheit Violett. Die hat auch ein Golini. Nee, ein Mushas. Oh, ganz neu. Sehr cool. Aber auch ganz normal Wasser. Sollten ja auch klein kriegen. Wobei da die physische Verteidigung doch deutlich stärker ist. Das heißt, da wird ein Rang geben, vielleicht also definitiv nicht ausreichen. Aber ich will hoffen, dass das ein Turret ist. Gehe ich mal von aus, ne? Ja, gerade so. Sehr schön. Aquaknarre kommt. Beleben wir ganz gut. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal heilen müssen. Oh, Eissplitter. Schon eine Eisprio. Interessant. Die tut auch ordentlich weh. Alter Schwede, habe ich jetzt nicht erwartet. Da muss ich richtig, richtig aufpassen. Gut, wir werden mit dieser Chance zumindest die letzten Trainer noch machen können. Aber die sind schon echt stark geworden hier. Jetzt bin ich klatschnass. Aber das werden wir alles irgendwie hinbekommen. Wie bezieht sich ja vor allen Dingen, wir können die ja auch einfach stehen lassen, ne? Da wird die ja ziemlich frieren da oben, glaube ich, oder? So, na komm her. Bam, bam, bam. Hast du deinen Sprung, diesen Sprung eben gesehen? Der war doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder? Ja, war schon okay. Kann man machen. Schönheit Daisy. Sehr schön. So, mit dem Europe. Alles neue Pokémon letztendlich hier. Aber auch das können Eisattacken einsetzen, fürchte ich. Also kann zumindest gut sein. Ich bin gespannt. Auch Level 16. Wollen wir hoffen, dass wir das alles überleben können. Einmal ein Ranky bitte. Das soll wehtun. Reicht auch fast aus. Ohne Kopfnuss. Das wird wehtun. Oh komm, schon überlebt das. Ganz knapp. Aber das kriegen wir alles hin. Und das soll es dann auch sein mit Europe. Tschüss. Sehr gut. Es ist bis jetzt noch kein einziges Pokémon von unserem Team mal down gegangen irgendwann. Ne? Das finde ich auch sehr gut. Dass alle irgendwie überleben konnten. Sehr, sehr schön. Wir haben schon lange kein Level mehr gehabt, ne? Deine Pokémon verdienen eine Goldmedaille. Das tun sie auch. Gut, ich würde mal sagen, gehen wir direkt zurück und werden uns nochmal kurz aufheilen, damit wir uns dann aufmachen können Richtung Missy und den zweiten Arena-Orden. Da freue ich mich. Da bam, 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 da badam. Und dann würde ich noch hoffen, dass in den umliegenden Routen, die wir jetzt in der Nähe haben, dass da genug Pokémon sind, die wir direkt da einfangen können, damit wir auch 50 voll haben, damit wir das Lumanda mitnehmen können. Das brauche ich nämlich ganz, ganz dringend, finde ich. Kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Wir müssen auch hoffen, dass zumindest Nidorino eine Bodenattacke in Zukunft lernt, weil die werden wir auch ganz dringend brauchen für die nächste Arena. Das ist zumindest das, was ich gerade noch im Kopf habe. Dieser Knopf wird auf jeden Fall auch ein wichtiges Pokémon sein. Für alles Weitere bin ich noch sehr gespannt, was da wohl kommen mag. Bam, bam. Gut. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass dieser Knopf das auch alleine hinkriegen kann. Da will ich ziemlich sicher sein. Aber finde ich übrigens sehr schön, dass man hier entsprechend auch daran gedacht hat, dass Nidorino hier auch weggeht und dass hier ohne Pokémon überquert werden muss. Weil es sonst auch ein bisschen schwierig, sonst kommt ja kein Pokémon durch, ne? Gut, guten Tag. Hey du, was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit den gnadenlosen offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Na, das sage ich nicht unbedingt.
Also dann, bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich von meinen Lieblingen acht. Dann, Leute, kann's losgehen. Im zweiten Arena-Kampf gegen Arenaerin Misty und ihre Wasser-Pokémon. Es geht los. So, und direkt mit Anton am Start. Das ist das erste Mal, dass sie dieses Pokémon auch wirklich einsetzt, ne? Hat sie sonst nie in einem Pokémon-Kampf gehabt, eigentlich. Aber was sollten wir als hinbekommen? Ah, Level 18 gleich. Huiuiui. Aber das kriegen wir alles hin. Ich habe schon etwas Angst natürlich vor ihrem... Oha, es macht viel Schaden. Vor ihrem Signature-Pokémon. Das war schon ordentlich Schaden. Schon ordentlich, ordentlich. Da gehe ich mir direkt wieder auf Rankenhieb. Und für das nächste Pokémon werden wir direkt die Egelsam wieder rausholen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird wichtig sein. So, das war sehr schön viel. Habitat Level 13, sehr gut. So, und da kommt Starmie. Ja, ihr Signature-Pokémon und das wird nicht einfach sein. Nun zieht ihr mir die Gunst der Stunde. Um gleich jetzt mal die Egelsam rauszuholen, Level 19. Hätte ich jetzt auch stärker erwartet, aber das kriegen wir hin. Hast du schon Psycho-Attacken? Ja, das ist eine Psy-Welle. Oh, das kann wehtun. Je nach Zufall kann das richtig wehtun, okay. Okay, sehr schön. Die treffen. Das war wichtig. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wirklich Schlafbuga einzusetzen, weil ich nicht weiß... Obwohl, nicht, sie hat gar keine Fähigkeit. Stimmt ja auch, richtig. Kann ja gar nicht, Also, ist damit eine Fähigkeit, die... Expedermis heißt es, war es, glaube ich, oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Meine ich. Die innere Kraft war es. Vergiss es. Also, insofern, Schlafbuga kann auf jeden Fall funktionieren. Macht somit auch meistens Sinn. Sternschauer, das ist zwar dämlich, weil Zügewelle macht mehr Schaden. Ja. Trifft. Ja, sehr gut. Wir haben richtig Glück. Sehr schön. Egelsam und Schlafbuga treffen. Das sollte easy gehen jetzt. Das wird dieser Knopf schon schaffen. Erstmal natürlich Heilung bekommen. Ein eingeschlafenes Starmie. Sehr schön. Wie viel kriegen wir überhaupt, ist jetzt die Frage. Oh, ordentlich. Das ist gut. So. Dann können wir auch in die Offensive gehen. Rackenhieb, go. Du schläfst noch. Sehr schön. Dann sollte das jetzt hier kein Problem darstellen. Und ich würde sagen, bam. Sehr schön. Zweiter wird sogar reichen. Sehr, sehr gut. Da, bam, ba, da, 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 da. Und damit sind wir auch schon über der Hälfte KP. Das heißt, auch die nächste Züge-Level sollten wir eigentlich überleben können, hoffe ich mal. Aber Starmie schläft noch, insofern ist das ein ganz klares Ding. Rankenhieb go. Und das reicht aus. Und das wäre der zweite Ort für uns. Sauber. Darf mal wie, dass es auch der zweite Ort ist, den wir komplett allein mit dieser Knospen nur gemacht haben. Haben wir schon vorher auch nur gemacht. Das könnte ein Meme werden hier noch. Gut, Pikachu Level 19. Sehr schön. Wow, ich habe verloren. Und wir gewinnen so viel Geld. Wahnsinn. Sehr schön. Ich freue mich übrigens auch auf die TN, die jetzt kommt. Na gut, dann will ich ihn ja nicht nur sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Jawohl. Uhu. Bam. Das wär's. Du hast den Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden in der Tasche gehorchen dir alle Puppen bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. TM 29. Siedewasser direkt. Falls dir ist es war eigentlich mal TM... Was? TM 30? Weiß ich nicht. TM 29 von Siedewasser. Auch nicht schlecht. Mit TM 29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser beibringen. Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Mach ich sehr gerne. Problem ist nur, das wird wahrscheinlich keinem helfen, oder wird es Carpador helfen. Das kann ja keiner TM erlernen, ne? Ah, schon ärgerlich. Kann auch keiner erlernen. Das habe ich schon fast befürchtet. Na gut, dann ist es so. Weil ich Siedewasser eine richtig starke Attacke von Stärke 80. Insofern sollten wir die eigentlich immer mitnehmen, finde ich. Das wird sie besiegt. Gut gemacht. Euer Kampf war ein ganz schönes Spektakel. Was ist bis hier gespritzt? Okay, dann mag das wohl so sein. So, wir sind durch. Kommt uns noch was auf, irgendwas auf uns zu? Sieht ganz so aus. Nö. Irgendwie nicht so. Na gut. Pikachu möchte so gerne jetzt hier gestreichelt werden. Dann soll das eben so sein. Ja, wir freuen uns. Was ist denn los? Was hast du denn? Ach so. Ja, du willst immer zu viel hier. So. Ruhe jetzt. Einmal kurz heilen. Bei dieser Knast habt ihr ordentlich gute Arbeit geleistet, kann man sagen. Bam, 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 bam. So, und dann würde ich jetzt sehr, sehr gerne mal durch dieses komische Haus gehen. Wir müssen jetzt hier irgendwie aus der Zugriff City raus. Das habe ich damals als Kind auch schon ein bisschen verwirrt, weil ich nicht genau wusste, wo ich jetzt eigentlich lang muss in dieser Stelle. Weil es war hier irgendwie kein anderer Weg offen, so richtig. Dam, ba, la, da, 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 da. Lass mich mal ganz kurz ins Team gucken. Und weil ich hier... Schauen wir, ob ich was umstelle. Ich glaube, ich werde den Durine mal nach vorne packen. Willst du dich eigentlich Taubsi weiter? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich hoffe, das passiert mal bald. Das wäre schon ganz sinnvoll. Da, ba, bum, bum, ba, ba, da, ba, dum, ba, ba,
Gut, das ist eigentlich alles soweit durch. Hier ist nichts mehr zu tun. Nö. Wir haben alle Pokémon gefangen, die man hätte fangen können. Wir sind hier fertig. Ich gehe mal hier oben lang. Oh, das ist mir schon was. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück. Shiggy, das hätte ich auch sehr, sehr gerne, wie gesagt. Shiggy! Na, haut's auch noch ab. Ja, dieses Pokémon ist einfach unmöglich, damit muss ich doch hier auf das Haus aufpassen. Hier geblieben! Ja, aber das entwickelt sich doch ganz gut, dann können wir hier zumindest schon mal durchgehen. Machen wir das doch mal, ne? So, wie sieht's hier aus? Ich bin hier vom... Oh. Pika? Ja, ich bin hier vom... Von den Officers, ne? Da ist ein bisschen was passiert, sag ich mal. Kaffee ausgeschüttet. Oha, oha. Na, der Pikachu ist jetzt aktiv und guck mal. Spuren gehen nach rechts. Hier gibt es leckere Himbeere und da geht's raus. Oha. Ja, haben wir gesehen. Wir wissen, wo er lang ist. Das ist uns jetzt klar. Was sagt ihr so? So, sieh dir an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar einen TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey oder Sand in die Attacke Schaufel beibringen kann. War schon mal ziemlich episch wäre. So. Bla 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 bla. Und eine Schaufler-TM wäre schon ziemlich geil, weil es eine Bodenattacke ist. Die können wir schon echt gut mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. So, und wenn der Rocket-Typ-Rübe hier noch hier ist, dann nehmen wir uns ihn nochmal vor, ne? Guten Tag. Ey, du da, du kannst nämlich einfach so in anderen Leute Garten rumlatschen. Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, das ist doch klar. Ja, das bin ich auch. Kein bisschen verdächtig, glaubst du mir etwa nicht? Nee, dann komm auch direkt zum Kampf. Perfekt. Badam, badam, bam, badam, bam. Rübe von Team Rocket, was hast du dabei? Ein Radikal sogar, oha. Direkt werden die Weiterentwicklung von Radfratz. Bin ich mal gespannt, was Dinorino da anstellen kann. Immerhin haben wir einen Doppelkick, der stark ist. Dam, bam. Jetzt hau mal drauf. Ruckzuckieb, okay. Macht sogar schon mal ordentlich Schaden. Aber das können wir auch. Das ist vielleicht ein Two-Hit. Nee, irgendwie schaffe ich das nie. Schade drum. Aber gut, wir haben noch einen Giftstachel mit im Petto. Den nehmen wir auch nochmal mit. Und das wird ebenfalls wehtun. Du bist allgemein auch schneller. Au. Super, und der Flinch mit dem Biss. Ganz klasse. Super, oh, das wird auch nochmal wehtun. Das machen wir nochmal ordentlich Schaden. 16 KP gleich. Das war echt ein starker Rüpel, muss ich sagen. Der ist nicht ungefährlich. Und tschüss, Radikal. Uiuiuiui. So. Aber nochmal ein schönes Level-Up obendrauf. Das hat sich doch gelohnt. Sehr gut. Nochmal ordentlich was obendrauf. Das finde ich klasse. Dieser Knopf ist ebenfalls Level 19. Sehr schön. Und Kapitel Level 13, bitte eine Attacke. Ach, Manno. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Sehr schön. So, gibst du mir denn auch mal die TM? Das wäre ganz geil. Oh, ist das schon gut, ich gebe die gestohlene TM zurück. TM 10, Schaufler. Sehr schön. Die eigentlich TM 28 ist normalerweise. Also, ich gehe ja mal besser. Tschö mit Ö. Ja, toll. Dann haben wir die TM wieder. Aber die nutzen wir erstmal schön für uns selber. Die ist ja unendlich oft einsetzbar, ne? Die werden wir wahrscheinlich nicht zurückbringen müssen. Wir haben schon über 22.000 Dings hier, ne? Sehr schön. Also Pokédollar. Schaufler direkt in die Nurino, aber sowas von. Die Attacke ist dafür zu gut. So, Schaufler. Jetzt muss ich mich überlegen. Wir haben 4 starke Attackenkopf, nur das doppelte Giftstachel finde ich schon genug, gut genug. Ich glaube, den Schnabel können wir weglassen. Da ist der Schaufler einfach viel, viel wichtiger. Ja, das sollte passen. Und der Rest kannst du leider nicht erlernen. Dann ist es so. Aber das soll ja auch okay sein. Kann der Rest ansonsten vielleicht irgendwas ansonsten noch lernen, was Sinn macht? Nö, gar nicht. Gut, nichts Neues mehr. Sehr schön. Dam, dam, ba, da, da müssen wir jetzt hier noch Bescheid geben hier zufällig. Guten Tag, wir haben die TM wieder. Oh, sag bloß, du bringst mir die gestohlene TM zurück. Vielen Dank. Aber weißt du was, ich schenke sie dir. Ich habe beschlossen, meinen dicken Schaufler durchs Training beizubringen. Ja gut, dann ist das Thema hier auch erledigt. Sehr, sehr schön. Und ihr Part ist eigentlich auch schon bald vorbei. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen was schaffen hier heute. Mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Oh, da darf ich nicht runterstürzen, weil sonst sind wir wieder da, wo wir eben angefangen haben. Ansonsten können wir auch noch hier unten lang gehen, soweit ich das weiß. Am Strauch vorbei. Und da kann man hier noch einige Pokémon natürlich nochmal fangen. Ja, das wäre schon geil. Komm, das machen wir nochmal im heutigen Part. Gehen wir nochmal schnell nach unten und schauen mal auf Route 5, was es hier noch so für Pokémon gibt. Wenn hier welche auftauchen sollten. Da unten ist schon was. Radfratz, ja gut, das ist ja fantastisch. Oh, Pummeluff, du bist neu. Dich hole ich mir sowas von. Pummeluff! So, Level 11. So. Immerhin ein kleiner Fang, aber ob das schon der sichere Versuch war, ich weiß es nicht.
Ja, hat funktioniert. Geil, nehme ich. Gar kein Problem. Pummelhof damit im Team. Sehr schön. Und Level 18 für Taubsi. Reicht das zufällig für die Entwicklung? Das wäre mega episch. Wäre schon interessant. Wir sehen es gleich. Ja, tatsächlich. Taubsi entwickelt sich. Woo! Noch ein neuer Eintrag für uns. Das lohnt sich ja richtig heute. Bam, 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 bam. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir ein Tauboga für uns. Bam, bam, lalalalalala. Sehr schön. Dann brauchen wir auch theoretisch kein neues mehr fangen. Müssen jetzt nur noch zu Taubos entwickeln irgendwie. So, dieses kraftvolle Pokémon wacht unermüdlich über sein riesiges Territorium und fliegt weite Strecken auf der Suche nach Beute. Episch, episch. Natürlich nochmal Pummelhof hinterher, ist natürlich klar. Es betört Gegner mit seinen Kulleraugen und singt ihnen dann ein mysteriöses, wohlklingendes Lied vor, das sie in den Schlaf lullt. Dankeschön, Pummelhof, das wär's soweit. Gut, gibt's hier noch was Neues zufällig? Wobei wir eigentlich schon fast... Oh, das ist schon Tauboga, geil. Das hat sich richtig gelohnt. Hätten wir das auch bis jetzt hier auch mal fangen können. Na gut. So, Moment, das nehme ich hier nochmal mit. Und drei Superbälle obendrauf. Das ist doch cool. Abra. Oh, das schnapp ich mir. Wobei ich aufpassen muss, das Ding kann bestimmt teleporten und sich schnell verdünnisieren, oder? Komm. Oh, das ist ganz fatal hier. Oh, jetzt. Das war ein guter Fang. Das ist okay. Mit schönem Timing auf jeden Fall. Und es könnte hinhauen. Wenn wir Glück haben? Leider nicht. Bitte geh nicht weg. Ich bin bereit. Und zwar jetzt. Ja, war auch okay. Ich möchte möglichst auf die Himbeeren verzichten. Es könnte aber auch hinhauen. Wenn wir Glück haben. Sehr gut. Abra im Team. Will ich das noch so mitnehmen? Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Das ist Level 15, ne? Jawohl. Im nächsten Level entwickelt sich das schon. Ich glaube, das nehmen wir mit, Leute. Weil davon abgesehen, dass es auch sich dann entsprechend irgendwann mega entwickeln kann. Das wäre schon ziemlich cool. Wobei ich nicht weiß, wie es das mit Tauschentwicklung natürlich verhält. Das werden wir dann sehen. Dieses Pokémon schläft 18 Stunden am Tag. Bei Gefahr teleportiert es sich in Sicherheit, ohne dabei aufzuwachen. Schon nice. Ich glaube, das nehmen wir ins Team, Leute. Dann haben wir noch ordentlich was geschafft hier heute. Finde ich sehr schön. Ich werde mal ganz kurz hier nach unten gehen und hier entsprechend gleich den Part beenden. Und hier scheint ja eine Pension zu sein, wie es aussieht, oder? Das werden wir uns im nächsten Part anschauen, Leute. Insofern, schaut im nächsten Part auf jeden Fall nochmal vorbei und dann gucken wir uns hier nochmal in der Richtung noch ein bisschen um. Suchen nochmal einen Pokémon vor allen Dingen und mal schauen, ob wir uns schon Richtung dritte Arena aufmachen können. Bis zum nächsten Part also, bis dann und auf Wiedersehen.